Ja, die Neuerungen in LabVIEW sind das eine, doch wie bereits erwähnt, der VIP-Kongress ist Ihnen, unseren Anwendern, auch gewidmet. Deswegen möchte ich einen Anwender aus Ihrer Mitte jetzt zu mir auf die Bühne bitten, um uns seine Lösung rund um LabVIEW vorzustellen. Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Johannes Stieler. Guten Morgen, Herr Stieler. Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ja, erzählen Sie uns ganz kurz, was macht denn die Nanion Technologies GmbH? Nanion Technologies entwickelt seit 13 Jahren Geräte zur Untersuchung von Ionenkanälen. Sie sehen hier eine menschliche Zelle. Die Ionenkanäle sitzen in der Zellmembran dieser Zelle. Sie steuern dort Prozesse wie die Reizweiterleitung, den Herzschlag und die Muskelkontraktion. Viele Medikamente wirken direkt an diesen Ionenkanälen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und entschuldige mich für die Erinnerung, die ich wecke. Das Medikament Lidocain blockiert den Schmerzkanal, den Kanal, der den Schmerzen von der Zelle an den Nerven weiterleitet. Es wird Ihnen beim Zahnarzt gespritzt als örtliche Betäubung. Okay, Herr Dr. Stiel, Sie haben erwähnt, Sie entwickeln eben Versuche, um das Ganze auch zu testen. Das heißt, gerade eben solche Medikamente müssen langwierig und aufwendig getestet werden, richtig? Das ist völlig richtig. Um ein neues Medikament zu entwickeln, werden zunächst Hunderttausende von Verbindungen auf Wirksamkeit am Ionenkanal getestet. Aus der Gruppe der Wirksamen wird dann in einem aufwendigen Verfahren das eine Medikament ausgewählt und zugelassen. Dieser Prozess dauert viele Jahre und kostet Milliarden. In den 70er Jahren wurde die Patch-Clamp-Methode entwickelt. Mit ihr kann man das Medikament am Ionenkanal direkt testen, und zwar auf lebenden Zellen. Der Experimentaufbau ist sehr komplex und lässt sich nur manuell durchführen. 1991 wurde übrigens diese Entwicklung mit dem Nobelpreis geehrt. Nanion Technologies hat nun diesen Experimentaufbau automatisiert und für die pharmazeutische Forschung einfach nutzbar gemacht. Mit unserem neuesten Gerät, dem SyncroPatch 384PE, können 2000 Mal so viele Tests durchgeführt werden wie mit der manuellen Methode in der gleichen Zeit und das zu einem 500stel der Kosten. Wow, das sind definitiv beeindruckende Zahlen, die Sie eben hier realisiert haben. Und man sieht eben auch ganz klar, Sie tragen hier wirklich zu unserer Gesellschaft, zu unserem Wohlbefinden an der Stelle mit bei. Was mich jetzt eben noch interessiert, wie hat National Instruments, wie hat LabVIEW an dieser Stelle dazu beigetragen? Die sogenannte Hochdurchsatzscreening ist eine extreme Anforderung für Software. 20.000 Messungen pro Tag erzeugen bis zu 50 Gigabyte an Daten. Die Experimentabläufe, die durchgeführt werden, sind sehr flexibel. Es braucht regelbasierte, schnelle Auswertealgorithmen, um auf die Parameter für die Wirksamkeit zu kommen. Außerdem messen wir an lebenden Zellen. Deshalb ist es ungemein wichtig, dass wir automatisierte Qualitätskontrollen haben, um die Ergebnisse, die gültigen, wirklich zu filtern. Gerade in der Startphase eines neuen Screens ist es aber auch besonders wichtig, dass der Forscher jede einzelne Messzelle während der Messung beobachten kann. Nur so kann er optimale Mess- und Auswertebedingungen ermitteln. Und Sie sehen hier im Video, wie schnell man mit unserer Software Daten laden und für 384 Messzellen auswerten kann. Geschwindigkeit ist also ganz wesentlich wichtig. Und Geschwindigkeit war auch wichtig bei der Entwicklung. Wir haben diese Anwendung komplett in LabVIEW entwickelt und wir haben sie basiert auf einer Version für 96 Messzellen entwickelt, die wir vorher schon fertig hatten, hochskaliert um den Faktor 4. Das Ganze hat uns 10 Monate gekostet und gut 2 Entwickler beschäftigt. Ein wesentlicher Anteil in dieser Entwicklung war dabei noch das Interface zum neuen PPT-Roboter. Neben dem tollen Team war LabVIEW einer der Erfolgsfaktoren in diesem Projekt. LabVIEW zeigt sich mit der großen Datenmenge extrem stabil und es ist besonders einfach, die komplexen Graphen, die Sie in der Applikation sehen, umzusetzen.
Die Performance ist hervorragend und die kurze Entwicklungszeit zeigt, wie einfach LabVIEW-Code hochzuskalieren ist und wie gut er wiederverwendbar ist. Ja, ich denke, definitiv ein tolles Statement für LabVIEW. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, Sie sind für den Deutschen Zukunftspreis für diese Lösung nominiert, richtig? Das ist richtig und das freut uns natürlich sehr und wir sind auch ein wenig stolz. Ja, an dieser Stelle schon mal Gratulation zur Nominierung. Danke. Wir drücken natürlich die Daumen, dass da eben noch mehr folgt. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch mal darauf hingewiesen, drei quasi Kollegen von Ihnen haben kürzlich den Chemie-Nobelpreis für ihr super hochauflösendes Mikroskop erhalten. Und auch dieses wird auf Basis von LabVIEW, LabVIEW FPGA und FPGA-Hardware von National Instruments realisiert und gesteuert. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Stieler, und weiterhin viel Erfolg mit LabVIEW. Dankeschön. Dankeschön.